Wie funktioniert nun die Rückverstromung? Das heißt also, wie sieht der Aufbau einer modernen Brennstoffzelle aus? Das wollen wir uns dann auch mal angucken, weil das eine zentrale Anwendung ist der Wasserstoffspeicherung. Also wie funktioniert eine Brennstoffzelle? Der Aufbau ist analog zu der PEM-Elektrolyseanlage. Wir haben also wieder in der Mitte unsere Membran, die protonendurchlässig ist. Wir haben dann auf der linken Seite unsere Anode. Das heißt, das hier ist unsere Anode. Und auf der rechten Seite haben wir dann die Kathode. Eingebettet nun in unsere Brennstoffzelle. Und wie sieht nun das Prinzip aus, unserer Brennstoffzelle? Was passiert nun? Wir führen auf der Anodenseite Wasserstoffgas zu und auf der linken Seite Luft. Das heißt also, natürlich nutzen wir dort nur den Sauerstoff, nicht die Stickstoffmoleküle. Und welche Reaktionen finden nun statt? Das ist die Umkehrung der PEM-Elektrolyse. Das heißt, auf der Anodenseite haben wir also folgende Reaktion. Wir haben das Wasserstoffgas, das wird aufgespalten in die Ionen und Elektronen. Das heißt also hier das Wasserstoffgas wird aufgetrennt in H+. Diese H+-Ionen können nun die Membran überschreiten oder auf die Kathodenseite wandern. Gleichzeitig werden natürlich Elektronen freigesetzt, E-. Diese Elektronen werden nun hier auf der Seite der Anode abgegriffen. Das heißt, hier oben. Und wandern dann auf die Seite der Kathode. Das heißt also, hier haben wir also den Transport der Ladungsträger. Das ist der Stromfluss, den wir haben wollen. Also die wandern dann von der Anode zur Kathode. Das heißt, das hier ist dann unsere Oxidationsreaktion natürlich wieder. Und auf der Seite der Kathode passiert Folgendes. Wir haben den Sauerstoff O2, der nun hier zugeführt wird. Das O2. Dort kommt es dann zur Reduktionsreaktion. Das heißt, zusammen mit den vier H+-Ionen, die hier die Membran passieren, zusammen mit den Elektronen, die hier entsprechend frei werden, die Protonen diffundieren auf die Kathodenseite und zusammen mit den Elektronen, die nun hier von der Anode zur Kathode wandern, haben wir also dann als Reduktionsreaktion 2H2O, also die Reduktion, und unten als Endprodukt entsteht Wasser. Das ist also das Grundprinzip. Entscheidend hier ist nun die Nutzung des elektrischen Stroms, der dabei entsteht. Was auch noch entsteht, das ist dann auch noch eine weitere Anwendung der Brennstoffzelle. Bei diesem Prozess wird Wärme abgegeben. Das heißt, wir haben hier auch noch also ein Q, das heißt also Wärmeabgabe an die Umgebung. Das heißt, damit also die Brennstoffzelle wird nach dem Kraft-Wärme-Kupplungsgesetz tatsächlich als Kraft-Wärme-Kopplungsanlage gesehen. Das heißt, das ist eine Kraft-Wärme-Kopplungsanlage. Natürlich mit dem Schwerpunkt der Stromerzeugung. Entsprechend ist auch die Stromkennzahl bei einer Brennstoffzelle entsprechend hoch im Bereich von ungefähr 6. Das ist halt anders als bei einem Blockheizkraftwerk, bei dem Erdgas verbrannt wird zur Stromerzeugung und zur Wärmeerzeugung. Dort ist die Stromkennzahl ja kleiner als 1 im Normalfall. Bei der Brennstoffzelle umgekehrt. Die Abwärme kann genutzt werden, weil es Niedertemperaturwärme ist, zur Bereitstellung von warmem Wasser zum Beispiel, nicht als Prozesswärme.
Währenddessen der Hauptanwendungsfall bei der Brennstoffzelle natürlich der Elektronentransport ist, das heißt also die Erzeugung von elektrischem Strom.